Hallo zusammen. Heute gibt es wieder eine wunderbare Gedankenpause. Ich stelle dir zwei Möglichkeiten vor. Du probierst beide aus und kannst eventuell eine von den Techniken weiter nutzen, um immer mal wieder Abstand zu deinen Gedanken zu gewinnen. Hello, today we make two more techniques for thoughts in for a pause of thoughts in your mind. Die erste Technik ist, dass du dir einen Raum vorstellst mit zwei Türen und du beobachtest, wie die Gedanken durch eine Tür in den Raum gelangen und durch die andere Tür wieder rausgehen. The first technique is to imagine that you are in a room with two doors and you watch the thoughts coming into the room through the first door and going out of the room through the second door. Wichtig ist dabei, den Gedanken keine Beachtung zu schenken, sondern sie einfach zu beobachten, wie spielende Kinder. It's important that you don't really care about the thoughts, you just watch them like playing children. Die zweite Technik ist für besonders hartnäckige Gedanken. Da kannst du dir vorstellen, dass du einen hartnäckigen Gedanken einfach auf einen Stuhl setzt, den aufforderst, da sitzen zu bleiben. Auch wieder mit einem lächelnden Auge sozusagen. The second technique is for persistent thoughts. You can imagine that you put a persistent thought on a chair and you tell the thought to remain there while you smile. Dann hoffe ich, dass du durch die beiden Techniken ein bisschen Abstand wieder zu deinen Gedanken gewonnen hast, bevor du wieder zurückkehrst in dein alltägliches Tun, wobei ich dir viel, viel Freude wünsche. So I hope you had a nice break of thoughts before you now can go back to your daily work. Enjoy, bye bye. Tschüss, macht's gut.